Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen bei Povrot 2 Minuten. Mein Name wie immer Povrot. Ich wünsche euch einen wunderbaren Wochenanfang, auch wenn das Wetter gerade gar nicht so gut aussieht. Diesmal wolltet ihr wissen, wie bzw. mit welchen Champions würde ich meine Brüder und mich am ehesten vergleichen. Der Timer wird zugleich gestellt und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Und ich starte mit der Legende LP mit Kev. Mein Bruder LP mit Kev. Ich würde ihn am ehesten mit Blitzcrank vergleichen. Einmal deshalb, weil wenn ich an Kev denke und League of Legends, dann muss ich einfach an Blitzcrank denken. Kev hat Blitzcrank immer wieder gespielt, hat ihn wunderbar gemastert. Und Blitzcrank ist für mich ein Champion, der verbreitet gute Laune. Blitzcrank ist ein Champion, der kann Leute an sich ranziehen. Und das passt einfach zu Kev. Kev hat immer gute Laune. Wer seine Videos kennt, Leute, ihr wisst Bescheid. Dieser Junge ist crazy, dieser Junge ist gut drauf. Eigentlich für unsere ganze Familie, aber er treibt schon ziemlich auf die Spitze. Und damit zieht er halt auch Leute in seinen Bann. Und deshalb passt, finde ich, einfach diese Fähigkeit der Grab, Leute an sich ranziehen, zu den charakterlichen Eigenschaften meines Bruders. Finde ich, passt echt gut. Dann habe ich Mr. Mike AP, Bruder Nummer 2. Ich würde sagen, dass Mike ist ein echt charmanter Typ. Ihr kennt seine Videos, die sind ein bisschen ruhiger als die von Kev und mir. Und er macht das auf eine sehr charmante Art und Weise. Wenn er spielt sehr gut. Er spielt tricky. Also so, dass er kennt einfach einige Moves und einige Kniffe, die nicht alle kennen. Vielleicht ist er auch deshalb Diamantspieler. Und ich finde, diese Trickiness und dieser Charme, der kommt entweder gut bei Jace, also gerade so dieser Debonair Jace, das ist ja so ein richtiger Gentleman. Oder Twisted Fate. Also wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube für Mikey würde ich Twisted Fate nehmen. Und dann komme ich noch zu mir. Wer wäre ich? Und ich habe mir da eigentlich ein paar Gedanken gemacht, habe mir nochmal die Champions angeguckt. Und ich finde es echt schwer. Ich kann ja nicht selber sagen, weiß nicht, es fällt mir schwer zu sagen, wie ich auf andere wirke. Und deshalb habe ich mich einfach für den Champion entschieden, wo die Leute am meisten gesagt haben, ey Povrot, du bist so ein bisschen wie der, auch crazy. Und ja, ich trainiere ein bisschen, also ein paar Muskeln gehören dazu. Und von daher, Dr. Mundo, Mundo goes where he pleases. Das wäre ich. Und perfekt, diesmal sind es 2 Minuten. Das war's von mir, meine Familie. Blitzcrank, Twisted Fate und Dr. Mundo. Bis zum nächsten Mal, Leute. Schöne Woche für euch. Und vielleicht sehen wir uns beim Zocken. Ich bin euer Povrot. Bis zum nächsten Mal.